Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu Two Worlds 2. So, wir sind jetzt hier in der alten Stadt Ashos. Also, wie hieß die doch gleich? Ruinen der früheren Stadt Ashos, genau. Deswegen heißt die andere nämlich auch New Ashos. Und wir haben jetzt hier noch eine Nebenquest offen, die sieben Brüder. Die werden wir jetzt als erstes angehen und dann schauen wir uns natürlich die Altstadt an. Sofern man hier überhaupt noch irgendwas sehen kann, heißt das. Oh, wir können hier die Gebäude betreten. Was sehen meine Augen? Okay, das sind hier anscheinend die Brüder. Bleib ja liegen. Bleib ja liegen. Das war einfach. Hoffentlich lohnt sich's. Ob die sich irgendwann selbst getötet hätten, wenn ich da jetzt nicht eingegriffen hätte. Ich meine, die haben mich ja nicht attackiert, ne? Das sind immer so die Fragen, die einen dann hinterher beschäftigen. So, haben wir alle gelootet? Sieht so aus. Ziemlich verwinkeltes Haus hier. Nur fünf Betten und sieben Brüder. Kein Wunder, dass die Streit hatten. Ach nee, hier ist ja. Nee, das ist ein Sofa. Das ist kein Bett. So. Gut, die Altstadt wartet. Bin mal gespannt, ob es hier noch weitere Häuser gibt, wo man rein kann. Oder ob das jetzt hier das einzige war. Die haben hier eine Anschlagtafel. Ernsthaft? Es gibt hier Quests, ich glaub's nicht. Ich habe einen alten Auftrag am schwarzen Brett gefunden. Naja, nicht nur einen, ne? Lesen wir uns die mal schnell durch. Vielleicht ist ja da irgendwas Interessantes bei. Die Asche meiner Frau. Eine reiche Belohnung erwartet jeden Abenteurer, der den Mut hat, sich auf die Suche nach der im Dschungel verschollenen Karawane zu begeben. Unter den transportierten Gütern befand sich ein Gegenstand mit hohem Erinnerungswert für mich, die Urne mit den Überresten meiner lieben Frau. Die Karawane muss von Banditen oder anderen Scheusalen angegriffen worden sein. Jedenfalls hat mich die Asche meiner Frau nie erreicht. Ich fühle mich besonders schwach in diesen Tagen und spüre, dass ich meiner Frau bald ins Jenseits folgen werde. Sollte dieser Auftrag zu spät in eure Hände gelangen, bitte ich euch darum, die Urne in meine Grabstätte zu legen. So werden meine Frau und ich nicht nur in der nächsten, sondern auch in dieser Welt vereint sein. Ich danke euch für eure Hilfe. Der Insektenbändiger. Das mag jetzt vielleicht absolut lächerlich klingen, aber mein Nachbar ist ein Insektenbändiger. Er versucht, sich ein paar Auras dazu zu verdienen, indem er Insekten zähmt und ihnen kleine Kunststückchen beibringt, um sie Touristen vorzuführen. Ich hatte bislang nie ein Problem damit, aber jetzt reicht's mir. Mein Nachbar ist inzwischen dazu übergegangen, diese Krabbeltiere auch noch zu züchten. Diese verdammten Dinger sind einfach überall.
Ich bezahle jeden, der das Insektenproblem in den Griff kriegen kann. Mein Nachbar muss vollkommen durchgedreht sein, plötzlich solche riesigen Monsterinsekten zu züchten. Er ist eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Trainingshalle. Die ganze Situation ist von größter Peinlichkeit und es ist beschämend, dass etwas derartiges überhaupt passieren konnte. Da wir die Verbreitung entsprechender Gerüchte vermeiden wollen, an dieser Stelle nur die allernötigsten Informationen, die absolut vertraulich zu behandeln sind. Während der Schwertübungen ist es den Trainingskreaturen gelungen, ihre Ketten zu zerreißen und mit der Reproduktion zu beginnen. An eine Fortführung der Übungsstunde war leider nicht zu denken. Begebt euch in die Übungshalle und sorgt dafür, dass die Unzucht der Kreaturen ein blutiges Ende findet. Euer Mut und eure Verschwiegenheit werden mit einer großzügigen Summe entlohnt werden. Das aufgeschobene Ritual. Brauche Unterstützung beim Abschluss eines magischen Rituals. Junger Adept der Magie sucht nach einem Assistenten mit Expertise im Bereich der Monsterjagd. Gefragt sind Mut und Geschick. Die für das Ritual erforderliche Kreatur muss nicht nur getötet, sondern an eine bestimmte Opferstelle gelockt und dann getötet werden. Das zu Boden tropfende Blut wird die dort verborgenen uralten Mächte wecken und das Ritual abschließen. Und es besteht kein Grund zur Hektik. Dunkle Magie muss mit Geduld und äußerster Konzentration ausgeführt werden. Führe die Kreatur zur rituellen Opferstelle, sobald du bereit bist, und sei vorsichtig. Jeder Fehler kann das Ritual unterbrechen und meinen Tod bedeuten. Und glaub mir, du willst das Ritual nicht alleine beenden müssen. Ja, wir haben neue Aufgaben. Natürlich hier wieder mal schön überall in den Swallows verteilt. Bringen wir es hinter uns. Also, was ich diese Viecher hasse hier, ja. Bleib ja liegen. So, Stufenaufstieg haben wir auch schon wieder. Ach, das geht erst mit Level 36, stimmt. Ja, dann hebe ich mir die erstmal auf. So, neuen Ort gefunden. Was? Universität? Genau, setz dich mal hin. So, Teleport verseuchtes Eschos gefunden. Das sieht hier wirklich irgendwie ein bisschen eigenartig aus, ne? Oh, wir kommen da oben sogar rein. Feuchter Keller. Ich dachte, das wäre die Universität. Was ist das? Das ist doch kein feuchter Keller hier. Viel mehr scheint es hier auch gar nicht zu geben. Ah, hier ist der feuchte Keller. Na gut, der ist verschlossen. Ich habe auch noch eine Tür, ein Sicherheitsschloss. Thank you.
nichts drin. Okay, ich werde mal schnell wieder mein Inventar ein bisschen verkleinern. Den Inventarbestand etwas verkleinern. Nein, nicht schmieden. Nein, weg. Behalten wir alles. Das behalten wir. Mortifier-Köcher behalten wir auch. Böse Zwillinge sowieso. Bin mal gespannt, ob ich in diesem Durchlauf hier jemals Level 46 erreiche, um das Schwert zu tragen. Stählerne Plage. Nice, ein neuer Dolch. So, Supreme Stinger. Okay, den Rest wollten wir ja behalten. Gut. Ich hab Gesellschaft. Ach, da ist ja noch einer übrig. Ja. So, hier haben wir noch ein betretbares Gebäude. Beseitige die Insekten. Okay. So, das war's. Nee, das war's noch nicht. Bleib ja liegen. Taylor-Zähmer.
Moment mal. Ich würde gerade sagen, waren das jetzt hier schon alle, aber es gibt immer was zu tun. Wir haben hier noch einen Keller. Und der ist auch noch mit Wasser gefüllt. Nervige Viecher. So, das war's. Okay. Ich gucke mir trotzdem noch den Keller schnell zu Ende an. Vielleicht finden wir hier noch was. Ein wenig Stahl. So. Weiter. Ich glaube, ein bisschen haben wir hier noch vor uns, ne? Oder? Feuchter Keller? Nee, wir haben das jetzt eigentlich komplett durch, so wie es aussieht. Hier sind wir wieder vorne. Ja, komm her, kriegst deine Packung. So, das war's. So, hier ist noch einer. So, das war's. Wo wir schon mal hier sind. Okay, keine neuen Quests. Das halte ich mal für ein gutes Zeichen. Wir haben jetzt noch offen Trainingshalle. Das aufgeschobene Ritual und die Asche meiner Frau. Machen wir in der Reihenfolge. Die Trophäe, nein. Trainingshalle, so. Dazu müssen wir wieder raus hier. Da dürften ja jetzt eigentlich keine... Oh, war ich hier drin? Ja, ich war hier überall, ne? Da dürften ja jetzt eigentlich keine Monster mehr auftauchen auf unserem Weg. Wir haben hier alles erledigt. Was ist denn das da auf der... Warum ist denn da ein rotes... Achso, das ist die Trainingshalle. Nee. Die Trainingshalle ist jetzt hier rechts. Das andere Kreuz... Oh, verborgener Eingang gefunden. Der war ja wirklich verborgen.
Löse das Rätsel mit den Türen. Oh, hoffentlich ist das nicht zu schwer. Schalter. Ein Schalterrätsel. Ah, okay. So, die letzte Tür ist offen. Was haben wir hier? Löse das Problem mit der gefluteten Höhle. Das war jetzt nicht wirklich ein Problem. Knacke das Schloss. Solides Schloss. Naja, gut. Knacke das nächste Schloss. Okay. Säubere die Trainingshalle von Monster. Ich habe Gesellschaft. Hoffentlich lohnt sich's. Oh nee, das ist doch jetzt hier nicht wahr, oder? Ja, auch ein paar Leichen rumzuliegen. Den kann ich immer wieder looten, komischerweise. Was ist das denn hier? Das war meine Leiche. Wunderhandschuhe. Okay. Ist auch wieder so eine Leiche, die man immer wieder looten kann. Komisch. Komisch, komisch. So, okay, den haben wir. Dann, oh. Ey. Nee. Hör mir auf. Geh aus dem Weg. Das. Der muss doch hier irgendwie. Ich fasse es nicht. Ich habe mich jetzt hier schon feststecken sehen, weil aus einer Höhle kann man sich ja nicht raus teleportieren. Was ist denn du hier? Die Treppe kaputt oder bist du gestolpert? Hm. Ja, war eine interessante Höhle.
mal was anderes. Halt, da müssen wir hoch. So, jetzt hatten wir noch auf das aufgeschobene Ritual und die Asche meiner Frau. Also, das aufgeschobene Ritual. Kann ich mich da nicht eigentlich hin teleportieren? Nee, da war kein Teleport in der Nähe, schade. Hier ist noch ein Gegner. Da sind noch mehr. Wo kommen die denn her? Folge der für das Ritual unverzichtbaren Kreatur. Ja, welche soll das sein? Die hier? Das ist gut. Mal sehen, was ich jetzt hier vorgesetzt bekomme für eine Kreatur. Oh. Führe die Kreatur zum Ritualplatz. Da will jemand Ärger. Los, komm. Ritual unterbrochen? Was? Wie? Hier? Ich weiß nicht. Wo muss ich denn hin? Quest wird gar nicht mehr angezeigt. Verdammt. Ja, gut, dann machen wir halt die nächste, ne? Die Asche meiner Frau. Ist denn die, sind die Quest jetzt hier weg? Also er zeigt sie mir zumindest nicht mehr an. Den hätte ich bestimmt hierher locken müssen. Yeah.
Finde die Urne mit der Asche auf dem Wagen. Hier, oder? Nee. Hm. Turban der Macht. Da. Wie soll ich denn da rankommen, bitteschön? Platziere die Urne in der Grabstätte. Oh, was sehe ich denn da? Oh. Wo ist die Grabstätte? Alles klar. Beim Friedhof. So. Ah, hier sieht es wenigstens wieder schön aus. Im Vergleich zu den Swallows. Wo ist die Urne? Wo ist sie? Da. Da. Okay, so. Das war ja noch nicht alles. Wir haben ja hier, oder? Tja. Anscheinend doch. Mortifierstab und Schädelberster. So, ich traue mich da gar nicht ranzugucken. Oh, es sind mal keine Quests verfügbar. Aber wir haben immer noch welche offen hier. Gut, Bayern, die Termiteneier, Exekution, was sollte man da machen? Ich habe einen Auftrag. Ein Magier wurde entführt. Dann haben wir... Das ist die Hauptquest. Lexington, da sollen wir ja auch nochmal wieder. Das Buch, wo keiner weiß, wo es ist. Ruhelose Geist, die Trophäe der Frauenversteher. Die Frau sah sehr mitgenommen aus und der Mann wirkte wie ein Säufer. Vielleicht finde ich in der Kneipe etwas über ihn heraus. Okay. Die Trophäe, ich habe Tor aufgespürt und jetzt muss ich mir das Halsband nehmen. Ja. Der Frauenversteher. Ein Seher namens Bannock hat mich im Lager angesprochen. Ich will... Ja, stimmt. So, war das jetzt auch in den Swallows? Ja. Dann gehen wir die Quest mal auch nochmal ab. Erster. Hast du die Kette? Ja. Vielleicht diese hier? Nimm. Du hast dieses Ding tatsächlich schon? Du hast ihn schon... Ja, aber kein Problem. Verrat mir mehr über Toe. Die Seher gehen immer zu zweit in die Swallows. Toe hat den Partner von Davnas erledigt. Er erzählt, dass sie zuvor getrennt worden sind. Normalerweise sind die Verdammten zwar bösartig, aber nicht besonders clever. Aber dieser hier beobachtet und passt den richtigen Augenblick ab. Er schneidet den Sehern ein Zeh ab. Und, naja, er hat schon eine ganze Kette mit Zehen um den Hals. Wer sind die Verdammten eigentlich? Sie stammen direkt aus den Swallows. Eric glaubt, sie sind im gleichen Moment mit den Swallows entstanden. Warum kommen sie hierher? Sie haben Hunger. In den Swallows werden sie kaum was... Ich glaube... Das hat der uns doch alles schon erzählt, oder? Wenn du diese Prüfung nicht selbst... Ich möchte die Wahrheit sehen. Mach's gut, halt. Ja. Wir haben eine Eisklinge erhalten. Sag jetzt nicht, dass das die Axt sein soll. Nee. Filigraner Elfendolch. Ach, hier, oder? Ja, Zweihandwaffe. Hm. Naja, ich heb das mal auf. Das sieht alles ganz nett aus.
So, gut. Weiter. Die Swallows, da haben wir jetzt noch der ruhelose Geist. In welche Kneipe muss ich denn dafür gehen, bitteschön? New Ashos, okay. Ruhig näher und überzeugt euch selbst. Wo könnt ihr noch so günstig und vor allem gut einkaufen? Andere kaufen vielleicht... Vorsicht! Ja. Oben oder unten? Hm. Ah ja. Nun schau sich einer unseren Märchenprinzen an. Was weiß so einer wie du schon über das Elend der Welt? Ha? Und damit meine ich keine Schwerthiebe, sondern was viel Schlimmeres. Wenn man weiß, dass man jemanden im Stich gelassen hat und man es nie mehr gut machen kann. Darüber weiß ich vielleicht mehr, als du denkst. Ach so. Wie wär's? Trink doch noch einen und erzähl mir, was los ist. Bring mir doch einen mit, wenn du schon dabei bist. Bin gleich wieder da. Hole eine Flasche Bier. Ja, ich habe mehr als genug Bier. Was ist denn jetzt mit dem Drink? Hier. Oh. Also, was ist los? Ich habe die Frau verloren, die ich geliebt habe. Das kennen wir doch alle. Nein, du verstehst nicht. Ich habe sie im Stich gelassen. Und jetzt ist sie weg. Für immer. Ja, sie kommt bestimmt zurück. Von den Toten? Nee, sie hat die Sache beendet, verstehst du? Endgültig. Und alles nur, weil ich noch nicht so weit war. Und jetzt ist sie für immer weg. Heißt sie vielleicht Alicia? Aber woher weißt du das? Ich schnappe hier und da was auf. Ja, und jetzt sieh mich an. Was siehst du da? Was siehst du, wenn du mich ansiehst? Ein menschliches Wrack. Versoffenes Arschloch. Und ihr Blick verfolgt mich in meinen Träumen. Dann wache ich auf und merke, dass mir die Tränen runterlaufen. Ist dir das auch schon mal passiert? Kann schon sein. Ich würde dir so gern sagen, dass es mir leid tut. Dass ich gern ein besserer Kerl gewesen wäre, aber dafür ist es zu spät. Es ist niemals zu spät. Warst du schon an ihrem Grab? Ich bin bestimmt der Letzte, den sie dort sehen will. Fortschicken wird sie dich aber auch nicht. Hey, komm doch mit. Ich meine, wegen moralischer Unterstützung und so. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja. Oh, gut. Wir treffen uns am Friedhof im Osten, wenn du soweit bist. Okay. Da laufe ich natürlich nicht hin. Es wird schon dunkel. So, wo ist er denn? Ach so, ich muss mich draußen. Da ist er. Ah, da bist du ja. Das ist gut. Es ist gleich hier um die Ecke. Gut, dann lass uns gehen. Danke, dass du das tust. Gehen wir. Folge vor zum Grab. Heißt der wirklich vor? Vor? Bist du das?
Alicia, ich hab nicht eher den Mut gefunden. Es tut mir so unendlich leid. Ist ja gut. Ich vergebe dir. Ich muss nur meinen Frieden finden. Dann sag mir, was ich tun soll. Der kleine Anhänger, den du gemacht hast. Mein Vater, er hasst dich. Aber vielleicht kann dein Freund... Tja, was denn? Wirst du uns helfen? Ja, wo ist das Haus? Ich zeig dir die Stelle auf deiner Karte und ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Nicht der Rede wert. Okay. Das ist wieder in New Ashos. Direkt am Teleport, wenn ich den Questmarker hier glauben soll. Hier. Was willst du? Ich kenne dich nicht. Ich bin wegen deiner Tochter hier. Sie braucht deine Hilfe. Meine Tochter ist tot. Wie kannst du es wagen? Raus hier! Nein, hör mich erst an. Die Seele deiner Tochter, sie ist nicht zur Ruhe gekommen. Sie ist in einer Zwischenwelt gefangen, weil sie etwas sucht, das sie hier im Haus gelassen hat. Was bist du? Ein Dieb, der sich am Elend eines alten Mannes weidet. Verschwinde! Ich kenne ihren Namen. Alicia. Jeder kennt ihren Namen. Sie war in jemanden verliebt. Erwähn bloß diesen Namen nicht. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt? Es handelt sich um einen kleinen Anhänger aus Holz. Ein einfaches Herz an einem Lederriemen. Es hat überhaupt keinen materiellen Wert, aber deine Tochter wird ohne es keinen Frieden finden. Das ist... Aber es ist doch alles, was ich noch von ihr habe. Ich würde den Anhänger an ihr Grab bringen. Wenn du deine Tochter dort besuchst, wird er da sein. Ich... Also gut. Hier, nimm ihn. Du tust das Richtige. Glaub mir. Das hoffe ich. Klar. Alicias Anhänger. Mal sehen. Gucken, ist das ein richtiger Anhänger? Also hier ist er nicht drin. Da. Schick. Nein, nur hör mal auf, hier Sport zu machen, sondern geh raus. So, ab zum Friedhof. Hast du ihn dabei? Ja, hier ist er. Ich danke dir. Bleib doch noch. Ich liebe dich, aber du musst mich jetzt gehen lassen. Ich liebe dich auch. So dunkel. Aber das Licht fehlt mir nicht. Ich komme jetzt besser mit allem klar. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich komme jetzt besser. Alles klar, haben wir wieder eine gute Tat vollbracht hier. Ja, so, was haben wir jetzt noch zu tun hier? Der Frauenversteher. Genau, den soll ich ja da irgendwo treffen, dann Lexington und ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier, ne? Von daher, gut, gucken wir in der nächsten Folge, was wir dann davon machen. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin, ciao.